Yo, servus und moin, ihr Rednecks. Ihr seht, ich bin wieder auf meiner schönen Kawa unterwegs. Ich hoffe, man kann überhaupt was sehen. Ich bin vorhin durch den ganzen Schwarm von solchen Suizidfliegen durchgefahren. Oh, hat sich angehört wie Regen. War nicht angenehm. Naja, ich hoffe, man kann auch was sehen. Ich verstehe auch nicht, warum die ganzen Viecher immer direkt vor mein Visier rumfliegen. Bäh. Und der vor mir rußt auch richtig fett rum. Unglaublich. Drückt aufs Gaspedal, kommt erstmal eine Rußwolke raus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Riecht auch nicht angenehm. Uah. Apropos nicht angenehm riechen. Ich bin vorhin an einer ganzen Gruppe Raucher vorbeigefahren. Ich bin nur vorbeigefahren mit dem Motorrad in der Stadt. An so einer Bistro oder was das war. Boah, ich habe das bis unter meinem Helm gerochen. Ich für meinen Teil kann den Geruch von Rauch überhaupt nicht ab. Ich kann das nicht leiden. Und wenn ich das länger riechen muss, dann bekomme ich davon Kopfschmerzen. Ich finde das so widerlich. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum Leute in der heutigen Zeit noch rauchen. Klar, vielleicht fängt man damit an, wenn man jung ist, weil es Gruppenzwang ist, weil sie es cool finden oder sowas, wobei ich nicht ganz verstehen kann, wie der hier rumrußt. Bah! Ich muss den irgendwann überholen, sonst sterbe ich an Lungenkrebs oder so. Wobei ich nicht genau weiß, was man daran cool finden kann. Ich habe noch nie geraucht und ich werde es auch nie anfangen. Für etwas Geld zahlen, was mich mein Leben kosten kann und mich ja definitiv schädigen wird. Nee, kein Bock drauf. Würde ich euch auch raten, wenn ihr raucht, hört auf damit, spart euer Geld für eine gute, schöne Kawasaki oder so. Habt ihr viel mehr Spaß dran. Ich verspreche es euch. Klar, beides kann euch umbringen, aber beim Motorradfahren habt ihr wenigstens noch Spaß dran. So, überholt ist. Müsst den ganzen Ruß nicht mal einatmen. Uah. Ihr habt richtig Glück, dass es kein Geruchs-YouTube gibt. Sonst hätte er das auch alles einatmen müssen. Ich laber mal wieder Scheiße. Egal, dann müsst ihr durch. Oder ihr macht's aus und so schaut euch was anderes an. Was ich eigentlich heute sagen wollte, worüber ich eigentlich reden wollte, war ein anderes Thema und das habe ich eigentlich fast vergessen. Genau, ich habe es wieder. Ich bekomme ab und zu mal immer wieder Fragen gestellt auf Instagram unter irgendwelchen Videos und da habe ich mir gedacht, bevor ich alles einzeln beantworte, mir macht es ja persönlich Spaß, ich beantworte richtig gern Fragen von euch, ich schreibe richtig gern mit euch und ich mache auch richtig gern für euch die Videos, aber wieso kann ich da auch nicht Profit draus ziehen, dass ihr Fragen habt? Wie gesagt, da habe ich mir gedacht, mache ich mal ein Video draus. Also, stellt mir einfach die Fragen unten in den Kommentaren direkt. Oder auf Instagram, je nachdem. Da werde ich auch nochmal einen Post raushauen und fragen, ob ihr Fragen habt. Und wenn ich genug gesammelt habe, dann kann ich dann vielleicht im nächsten Video sogar schon alles beantworten. Ihr könnt mich alles fragen, was ihr wollt. Keine Ahnung, Sinn des Lebens ist eigentlich bekannt. Jeder weiß, dass es 42 ist. Persönliche Sachen oder über das Motorrad oder allgemein einfach irgendwas. Wenn ich es beantworten kann, mache ich es. Wenn nicht, dann nicht. Schöne Ducatis. Hey, mir kommen heute auch so viele Motorradfahrer entgegen. Das ist einfach so ein schönes Wetter. Naja, nicht ganz schön von den Wolken her, sage ich mal. Es ist bedeckt, es ist relativ dunkel, aber es ist schön warm. Ich glaube, es hat um die 20 Grad, 23 Grad. Das perfekte Motorradwetter. Einfach genial. Ich habe das Video eigentlich auch schon viermal aufgenommen, glaube ich. Aber jedes Mal habe ich dann in der Mitte oder kurz vorm Ende abgebrochen, weil es mir nicht gefallen hat. Von daher ist das jetzt der fünfte Versuch. Aller guten Dinge sind fünf, wie man so schön sagt. Daher ziehe ich das jetzt einfach durch, egal wie blöd das wird. Vor allem, weil mein Akku auch jetzt so langsam zur Neige geht. Ich werde auch ab und zu mal auf das Thema. Das sage ich nicht. Das sage ich ganz einfach nicht, weil es eine Frage wäre, die ich beantworte. Und dann würde ich mir den Content fürs nächste Video selber klauen. Das ist nicht sinnvoll. Das war blöd. Daher lasse ich das. Aber ich gebe euch einen Tipp.
wenn ihr faul seid und euer Motorrad nicht so arg putzen wollt, dann holt euch kein Kawasaki Grün. Weil ich muss echt ungelogen mittlerweile nach jeder Fahrt das Motorrad grob sauer machen. Weil das sieht einfach total versaut aus. Du siehst jeden Fleck auf dieser grünen Farbe. Ich weiß nicht, ob es an der Jahreszeit liegt und extrem viele Viecher unterwegs sind, die halt irgendwie da mögen, es mögen, darauf Flecken zu hinterlassen, wer weiß. Aber du siehst halt alles darauf. Ich meine, bei meiner Bandit, klar, ich musste sie auch waschen. Klar, ich habe sie auch gewaschen, aber ich habe halt nur alle ein bis zwei Wochen das Motorrad gereinigt und es hat dann auch gereicht. Och Mann, blöde Ampel. Ich war gerade so schön im Reden und so schön im Fahren. Genau, also falls ihr es liebt, euer Motorrad zu putzen, spricht nichts dagegen, so eine Farbe zu wählen. Klar, der große Vorteil, den ich bei der Farbe sehe, es sieht einmal geil aus. Ich feiere die Farbe richtig. Zum Zweiten, du bist richtig schön auffällig. Du wirst wahrgenommen von den Autofahrern. Also eher wahrgenommen als mit dem dunklen, schwarzen Motorrad. Das ist ein riesen Pluspunkt. Und auch deswegen habe ich diese Farbe haben wollen. Nicht nur, weil es geil aussieht, sondern auch, weil ich damit auffalle. Und ich wollte euch raten, zieht euch auffällige Kleidung an. Ihr seht, ich habe ein auffälliges Motorrad. Ich habe, naja, okay, das Grün ist jetzt ein bisschen ausgeblichen. Ich sollte mir auch neue Kleidung kaufen, wenn ich mal wieder Geld habe. Aber ich habe eine auffällige grüne Jacke an. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr euer Zeug zusammenstellt, eure Ausrüstung, also auf jeden Fall immer mit Schutzkleidung fahren. Da führt kein Weg drum rum. Ich sehe viele Leute, die fahren ohne, die denken sich ja, brauche ich nicht. Wenn ich hinfalle, ist ja auch egal. Naja, fahrt mal ins Krankenhaus, schaut euch da die Leute an, die da so einen Unfall hatten, die einfach mal ein bisschen gerutscht sind, auch nur bei 50 km/h. Sieht nicht geil aus, wollt ihr nicht haben. Das sind unter anderem Narben fürs Leben, wenn es blöd läuft. Genau, ich laber hier schon wieder viel zu viel unnötiges Zeug, habe ich das Gefühl. Von daher fahre ich jetzt noch meine schöne Runde hier zu Ende. Ich halte die Videos auch extra immer kurz, weil ich habe ganz am Anfang mal das Feedback bekommen, du, kurze Videos sind angenehmer als solche elend langen Dinger, die schaut sich eh keiner an. Und da gebe ich euch recht, ich meine, ich für meinen Teil schaue bei meinen Lieblings-YouTubern zwar jede Videolänge an, aber wenn ich ab und zu mal so ein Video angucke von den Leuten, die ich halt nur ab und zu angucke, dann sind mir 15 Minuten schon fast 10 Minuten zu viel. Und ich ziehe das Video gerade wieder die Länge. Scheiße. Ich bin so inkonsequent. Egal. Gut, von daher mache ich es kurz und schmerzlos. Stellt eure Fragen direkt unten in den Kommentaren rein oder auf Instagram, je nachdem. Haut rein, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Und wir grüßen noch ein paar Motorradfahrer, damit der Tag ausgefüllt ist. Ich hoffe, sie grüßen zurück. Einer hat zurückgegrüßt. Ja, Highlight vom Tag ist Hammer. Ja, bis zum nächsten Mal.